Die Firma Industrias Metallicas de Monclova IMSA. Auf die Herstellung von Stahlprodukten für eine Reihe von Branchen spezialisiert. Dazu gehören Energiegewinnung, Bergbau, Abfallwirtschaft, Recycling und weitere Branchen. Wir stellen auf Basis der technischen Vorgaben unserer Kunden Spezialprodukte her, zudem Standardprodukte aus unserer normalen Produktpalette. Seit unserer Gründung im Jahr 1981 beliefern wir unsere Kunden mit qualitativ hochwertigen Produkten. Über 70% unserer Produktion werden in die USA, nach Kanada und weitere Länder exportiert. Für die Energiegewinnung stellen wir Stahlkonstruktionen für Luftfiltersysteme her und bauen diese zusammen. Zudem Stützstrukturen für Gas- und Dampfkombikraftwerke. Wir produzieren auch Abhitzedampferzeuger und luftgekühlte Kondensatorensysteme, um nur einige zu nennen. Für die Bergbau- und Zementindustrie produzieren wir Stahlteile für Förderbänder, wie zum Beispiel Förderbandbrücken, Übergabe-, Abwurf-, Zwischen- und Aufgabeschuren, Stützen, Galeriebrücken, Plattenbänder, Übergabetürme, ortsfeste und rückbare Bandgerüste. Für Tiefbaugruben produzieren wir starre sowie nachgiebige Stützbögen. Für die Abfall- und Recyclingwirtschaft fertigen wir Frontlader- und Heckladercontainer, Abrollcontainer, Selbstkippbehälter, dichte Container für die Beförderung von Schmutz und Schlamm, mobile und stationäre Müllpressen sowie vertikale Ballenpressen für Karton, Papier, Plastik und PET. Weiterhin stellen wir Spezialprodukte her, beispielsweise aus 3 und 4 Platten zusammengesetzte, im Lichtbogenschweißverfahren hergestellte Träger zur Verwendung in Industriebauten, Gewerbebauten, Wohngebäuden, Brücken und Bohrinseln. Herstellung von Handläufen, Treppen und Leitern für alle Arten von Projekten. Diverse Produkte aus Edelstahl. Unser Projektmanagement-Team besteht aus 2-sprachigen Ingenieuren, die von Beginn bis zum Abschluss jedes unserer Projekte für einen reibungslosen Ablauf sorgen. Sie sind die direkten Ansprechpartner und vermitteln zwischen unseren Kunden und der Fertigungsabteilung. Die Herstellungsleitung besteht aus einem Team mit jahrelanger Erfahrung in der Umsetzung von Konstruktionsplänen und Herstellungskontrolle, dessen einzige Aufgabe darin besteht, alle unsere Projekte zu realisieren und voranzutreiben. Unsere Lackiererei ist zuständig für die sachgemäße Aufbereitung und das Auftragen von Anstrichen und Beschichtungen nach Maßgabe unserer Kunden. Dazu gehören die folgenden Prozesse: Reinigung, Sandstrahlen, Hydrochloridtest, Oberflächenprofiltest, Druckluftreinigung, Auftragen der Grundierung, Auftragen der Zwischenbeschichtung und der Endbeschichtung, Prüfung der Schichtdicke, nass und trocken, Detailanstriche. Für die Aufbereitung und Auftragen von Anstrichen und Beschichtungen stehen uns 3 Kabinen für die Sandstrahlung, 3 Kabinen für Lackierarbeiten sowie eine Anlage für Pulverbeschichtungen zur Verfügung, durch die außergewöhnlich stabile und hochwertige Beschichtungen erzielt werden. Zusätzlich ist eine Verzinkung in einer Galvanisierungsanlage vor Ort möglich. Ein zentrales Anliegen der IMSA ist, ausschließlich qualitativ hochwertige Produkte zu liefern. Daher achten wir bei jedem Prozessschritt auf die strikte Einhaltung der Richtlinien von ISO 9001:2008. Zu diesem Zweck führt unser Qualitätskontrollteam für jedes unserer Projekte eine qualitätsbezogene Dokumentation, in der die Qualitätssicherung für jeden einzelnen Produktionsschritt aufgezeichnet wird. Neben sind wir durch die folgenden Organisationen zertifiziert: American Institute of Steel Construction, National Association of Corrosion Engineers, Canadian Welding Bureau, zertifizierter Schweißinspektor durch die American Welding Society.
Vor Beginn der Arbeit im Rahmen eines Projekts erfolgt die Qualifizierung aller Schweißer, die bei uns tätig werden, durch unseren zertifizierten Schweißinspektor in unserer eigenen Schweißerschule. Auf diese Weise erzielen wir eine durchgängig hohe Qualität all unserer Produkte nach höchsten Schweißstandards. Zur Verifizierung der Passgenauigkeit werden alle von uns produzierten Komponenten in unserer Werkstatt probeweise ganz oder teilweise zusammengebaut, um einen problemlosen Aufbau am Zielort zu gewährleisten. In unserer Versandabteilung arbeitet ein wichtiger Personenkreis, der für die Vorbereitung, Verpackung und Verladung aller von uns hergestellten Produkte zuständig ist. Jedes von uns hergestellte Produkt wird anhand eines mit Stempel versehenen Begleitschreibens, eines Strichcode-Etiketts und einer Farbkodierung eindeutig gekennzeichnet. Zudem verfügen wir über unsere eigene Holzwerkstatt zur eigenen Herstellung von Spezialholzpaletten, Kisten und Verpackungsmaterial für einen angemessenen Schutz beim Transport unserer Produkte. Unsere günstige Lage erleichtert den Transport auf Lastwagen in jeden Teil der USA und Kanada, ohne dass die Fracht an der Grenze umgeladen werden müsste. Auf diese Weise können unnötige Bewegungen der Ware und so auch mögliche Schäden vermieden werden. Ebenso ist unser Standort nahe an Seehäfen gelegen, die eine Verschiffung zu weltweit gelegenen Zielen gestatten. www.imsa.com Telefonnummer +52 866 634 1860 Lehmann Street, Nummer 900, Guadalupe in Monclova, Coahuila, Mexiko. Industrias Metallicas de Monclova, IMSA.